Hallo zusammen, ihr seid mal wieder bei der autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Und wir haben was heute was zum Enthüllen. Wir enthüllen den Kia Niro, den es in drei Varianten gibt, in drei Antriebsvarianten. Nämlich Plug-in-Hybrid, reiner Elektroantrieb und mit Hybridantrieb. Und weil ich euch noch gern mehr erzählen möchte zu dem, was hier jetzt drunter verborgen ist, enthülle ich das Ding. Ich mache das Nummerngirl und reiß ihm die Kleider vom Leib. Ja, die Front des 4,42 Meter langen Niro hat sich komplett verändert gegenüber dem Vorgänger. Das sieht ja wirklich, es erinnert mich an den Sportage, eindeutig, neues Familiengesicht von Kia. Und natürlich auch sehr prägnant, sehr markant die Tagfahrlichter, die LED-Tagfahrlichter. Direkt hier in der Mitte befindet sich hier Möglichkeiten hier für die Schnellladung. Übrigens bis zu 75 kW sind hier möglich. Und dreiphasig übrigens mit 11 kW am Wechselstrom. Im Unterschied zum EV6 von Kia haben wir hier übrigens nicht die Möglichkeit mit 800 Volt zu laden, sondern nur bis 400. Aber hier sieht man eben den Unterschied. Wir haben hier eine Plattform, die eben auch einen Benzin-Hybrid-Antrieb ermöglicht und auch einen Plug-in-Hybrid-Antrieb und eben auch wie hier jetzt den rein elektrischen Antrieb. Und das ist eben eine andere Plattform wie jetzt bei dem rein elektrischen EV6. Dann machen wir die Klappe wieder zu. Also unten so ein angedeuteter Unterfahrschutz in dieser silbernen Farbe. Das gefällt mir überhaupt gut an dem Auto. Dieser Wechsel von Weiß, Schwarz und Grau, der sich auch im Innenraum wiederfindet. Gehen wir so ein bisschen an die Seite. Hier bei der rein elektrischen Variante haben wir 17 Zoll Felgen, während man bei den anderen beiden Varianten, also Hybrid und Plug-in-Hybrid, wählen kann zwischen 16 und 18 Zoll Felgen. Auch prägnant die Blinker hier, alles in dieser C-Form, also man könnte auch Boomerang-Form sagen, das hat man vorn beim Tagfahrlicht auch gesehen. Und dann hier beim sogenannten Schweller, wobei genauer gesagt ist ja das der Schweller und das ist nur so eine farbliche Akzentuierung, die übergeht hier aus der, hier in dem Fall, mittelgrauen Rathauseinfassung eben dann nach hinten. Auffällig ist, dass diese optische Unterbrechung der Seitenlinie hier nur bis hierher geht und dann hier das Rathaus dann weitergeht. Übrigens, diese hier auch in diesem mittelgrau abgesetzten C-Säule, die kann man auch in Wagenfarbe bekommen. Muss man also so nicht machen. Mit dieser etwas dunkleren C-Säule bekommt er so eine Betonung auf das Heck, die mir so ein bisschen stark erscheint, aber ja, das muss man sehen. Auf jeden Fall gibt es eine schöne Gestaltungsmöglichkeit. Und wenn wir hier schon sind, das seht ihr jetzt mit der Kamera nicht. Auch aus ergonomischen Gründen, schaut mal hier, meine Hand geht so ein bisschen rein. Und wenn sie durchreichen würde, wird sie hier hinten wieder rauskommen. Also hier kann die Luft durch, was sich natürlich positiv auf den CW-Wert auswirkt. Apropos CW-Wert, da oben auf dem Dach sind auch Ausformungen, die positiv wirken auf die Windentwicklung über dem Dach. Und aus diesem Grund gibt es auch hier nur ein relativ kleines Glasschiebedach und kein Panoramadach. Aber eine wichtige Funktion auch, um den Verbrauch positiv zu beeinflussen. Wichtig auch, bei Kia gibt es die Möglichkeit, dass die Heckklappe, ohne dass man den Fuß bewegt, sich öffnet. Also man nähert sich dem Auto, wenn man den Schlüssel in der Tasche hat. Dann, und man bleibt stehen, blinkt das Auto dreimal, dann geht die Heckklappe automatisch auf. Ich habe den Schlüssel nicht dabei, aber ich mache das jetzt mal von Hand, aber damit ihr das mal wisst, und öffne den Kofferraum einfach so. Aber ich schließe es mal wieder, dieses Kofferraumfach, und will euch noch was zum Heck zeigen. Auch hier wieder diese C-Form, diese Boomerang-Form, wie Kia sagt. Und unten dann eben auch hier wieder in diesem mittleren Grau dieser Unterfahrschutz, beziehungsweise das könnte man auch als diffusorartig bezeichnen. Ein sehr harmonisches Heck, wie ich finde. Das Dach fällt, wenn man hier steht, so ein klein bisschen nach hinten ab. Das Auto steht breit auf den Rädern. Die Räder sind sehr weit außen in der Karosserie. Das sieht sehr erdbetont aus, das sieht massiv aus, das sieht stabil aus. Also eine schöne
Anmutung auch von hinten. Dann öffnen wir den Kofferraum nochmal und kommen zum Gepäckraum. Und hier seht ihr, da liegt so ein Brett drin. Das kann ich einfach ein bisschen nach vorne ziehen und dann wieder nach unten. So haben wir, ich glaube, etwa 24 Liter Gepäckraumvolumen mehr. Der Nachteil ist, man muss das Gepäck ein bisschen tiefer stellen. Aber ich würde mal sagen, das stört nicht. Hier haben wir dann 475 Liter fürs Gepäck zur Verfügung, so wie es jetzt hier steht. Wenn man die Rücksitzlehnen umklappt, komplett umklappt, und ihr seht, es entsteht eine relativ ebene, nicht ganz ebene Fläche. Allerdings, schaut mal, wenn ich das jetzt nach oben nehme, das Brett, dann wieder hier hinlege, dann ist man höher und dann ist es nahezu eben. Bis 1300 etwas drüber Liter sind so dann zur Verfügung stehend. Und um es nicht zu vergessen, wir haben vorn, wo normalerweise früher der Motor war bei den Verbrennern, haben wir nochmal eine 20 Liter Box. Die schauen wir uns am besten auch gleich an. Und da haben wir hier eine sehr praktische Box, in dem jetzt, schaut mal hier, die ist übrigens auch beleuchtet, dass man nachts auch was sieht. Hier haben wir das Ladekabel untergebracht, da liegt dann kein Gepäck drüber, da kommt man prima dran. Aber da kann man alles mögliche andere vielleicht auch drin verstecken, wo wirklich keiner damit rechnet, dass hier unter der Motorhaube noch ein Fach ist für Gepäck oder für ja, die Dinge, die nicht jeder finden soll. Dann schließen wir mal die Motorhaube wieder, vorsichtig, zack, ist sie zu. Euch fällt vielleicht auf, dass hier eine Gepäckraumabdeckung fehlt. Die haben wir nicht irgendwie vergessen oder rausgenommen. Hier hat sich die Kia-Ingenieure was wirklich Kluges einfallen lassen. Was ihr hier seht, ist schon mal eine Tasche. Das deutet schon mal darauf hin. Schau mal, so groß ist die. Und in die wird etwas gesteckt, was hier jetzt unter der Klappe liegt, nämlich eine faltbare Gepäckraumabdeckung. So, so sieht die aus. Die muss ja nichts tragen. Wir haben ja alle keine Toilettenpapierrollen mehr da oben drauf liegen, sondern das ist ein optischer Schutz. Ihr seht, wie das hier oben drüber liegt. Und dann kann man das mit einem kleinen Kniff einfach wieder zusammenklappen und man hat dieses Problem mit dem Raum für die Gepäckraumabdeckung gelöst. Und so klein ist es dann zusammengefasst und dann kann man es ganz leicht in diese Tasche verstauen. Das ist eine Möglichkeit, unten dann wieder verstauen. Oder, und das ist eine kluge Variante auch, die gut zu dieser Abdeckung passt, man kann diese Abdeckung hier als Sonnenschutz vorhängen und dann einfach hier befestigen. Auch das ist gut gedacht und schützt die Dinge, die im Innenraum sind, eben dann vor der Sonneneinstrahlung. Also wirklich gut gemacht, klasse, clevere Lösung für dieses oftmals sperrige Teil, was man eben dann unterbringen muss und das relativ viel Platz brauchen würde. Ja, und jetzt habe ich mich mal auf die Rücksitze begeben. Und bei der Gelegenheit will ich gern sagen, dass diese Dachverkleidung hier komplett aus Naturmaterialien, recycelten Naturmaterialien besteht. Auch das ist natürlich eine gute Idee und vor allem, es fühlt sich aber auch hochwertig an. Es fühlt sich nicht irgendwie billig oder schlecht an. Sehr gut. Vegan sind übrigens auch diese Kunstledersitze, also Leder in Anführungszeichen, die ich von der Farbgestaltung hier mit den Löchern auch richtig toll finde, die für eine Sitzbelüftung vorhanden sind. Und in der Mitte dann hier noch, schaut mal, eine breite Armauflage mit den beiden Cupholdern. Ich bin ja 1,83 groß, Entschuldigung, 1,86 groß, jetzt habe ich die Zahlen verwechselt und komme hier, ja, ich würde sagen, gerade noch gut unter, also deutlich größer sollte man nicht sein. Das Auto ist übrigens 1,75 Meter hoch und 1,83 Meter breit. Die Länge habe ich euch ja schon verraten, 4,42 Meter. Und wenn man jetzt diese Maße nimmt und mal vergleicht, dann ist hier doch ordentlich Fußraum. Das ist auch erreicht worden, indem die Sitzlehnen der Vordersitze um 30% reduziert werden konnten. Und trotzdem sitzt man vorn wirklich bequem. Man hat hier schön gemachtes Netze und hier nicht vergessen, eine 220 Volt Steckdose. Übrigens, diese Niro EV-Variante kann man auch verwenden, um zu Hause ein elektrisches Gerät anzuschließen oder um eben 3 kW abgeben zu können. Auch das sehr interessant. Also egal, jetzt, ob man eine Kaffeemaschine anschließen möchte oder was auch immer, man kann 3 kW hier nutzen. Das ist auch eine praktische Seite der Elektromobilität. Schön auch gemacht hier, guckt mal hier.
die Griffe, eine schöne eine metallische Anmutung, das sieht hochwertig aus. Wenn ich das mal vergleiche mit dem einen oder anderen deutschen Anbieter, der mit V und beginnt und mit W endet, das ist hier schon deutlich hochwertiger. Mir gefällt auch dieses mittelgraue Design der Seitentürverkleidung. Das ist alles sehr harmonisch und auch diese graue Abstufung. Also ich muss sagen, da hat sich jemand was gedacht. Also Design hat hier wirklich funktioniert und die Qualitätsanmutung ist wirklich gut. Es ist kein Luxus. Das ist kein Hightech, das ist aber richtig gelungen, toll verarbeitet, Verarbeitungsqualität, die verwendeten Materialien, das sieht echt alles klasse aus. Und es gibt hier auch viele praktische Kleinigkeiten, wie jetzt den im Sitz integrierten Kleiderhaken, das kennen wir schon aus dem Kia Sportage, aber auch hier eben wieder drin, sau praktisch, einfach was drüber hängen, ob jetzt eine Tasche oder Kleidung, geht beides gleich gut. Und hier in den Vordersitzlehnen eben dann auch hier zwei USB-C-Anschlüsse, damit die Kiddies hinten oder wer auch immer hinten mitfährt, Strom bekommt. Also Strom, ein Stromer im doppelten Sinn. Auf den Vordersitzen, muss ich sagen, sitzt man auch wirklich bequem, ausreichend Seitenhalt. Und diese Löcher hier im Material, die sorgen auf jeden Fall auch dafür, dass man über die Sitzkühlung, ihr seht hier dreistufige Sitzkühlung, dann im Sommer auch keinen nassen Rücken bekommt oder zumindest dem entgegengewirkt wird. Auch dreistufig die Sitzheizung, Lenkradheizung übrigens auch. Man kann mit dem Auto übrigens vorwärts und rückwärts auch einparken, also in die jeweilige Richtung stehend, remote. Das heißt, du stehst draußen, drückst auf die Fernbedienung und das Auto fährt rückwärts rein oder es fährt vorwärts rein. Schön auch hier die Oberflächenstruktur des sogenannten Armaturenbretts. Und was auch wichtig ist, das Armaturenbrett geht optisch über in die Türverkleidung. Seht ihr das? So wirkt das Ganze räumlicher. Und dann diese optischen Effekte hier mit den Farben. Ich meine mich zu erinnern, es sind 74 Farben, die man da einstellen kann in diesen vier Leuchtreihen. Hier dann das riesige Display auf der rechten Seite, Infotainment 10,2 Zoll und auch 10,2 Zoll für die wesentlichen Informationen. Dann hinter dem Lenkrad, apropos Lenkrad, das ist das schöne Lenkrad, das man schon aus dem EV6 kennt. Die verschiedenen Drive-Modi lassen sich ganz einfach hier einstellen. Multifunktionslenkrad ist klar, es liegt wirklich schön in der Hand. Rekuperationsstufen lassen sich hier am Lenkrad einstellen. Natürlich eine kabellose Ladefunktion für Smartphone und natürlich auch kabellos Android Auto und Apple CarPlay vorhanden. In der Mitte hier eine schöne Armauflage, Cupholder mit diesen Einfassungen hier, wo man dann das Teil festhalten kann, was man, also die Tasse, oder man schiebt es weg, dann ist es ein größerer Raum, USB-Anschluss, USB-C-Anschluss, 12-Volt-Anschluss hier, klassischer Anschluss, wie man es von früher kennt. Also ich muss sagen, das ist einfach richtig schön. Also es ist in diesen Farben, in dieser Oberflächenqualität, wenn man sieht, dass man dieses Auto hier ab 39.000, ich meine 900 Euro bekommt, abzüglich der Forderung, dann bist du knapp unter oder bei etwa 30.000 Euro. Und dafür bekommt man dann schon richtig viel Auto, würde ich sagen. Man hat hier übrigens eine Reichweite nach WLTP von knapp über 400 Kilometern. Das ist auch ein ordentlicher Wert. Selbst wenn es dann unter Realitätsbedingungen etwas weniger wird, ist das ein wirklich guter Wert. Und man sollte dabei vielleicht auch erwähnen, dass man hier ein System einsetzt, jetzt in diesem Niro EV, dass die Batterie vorbereitet, wenn man eine Route vorgibt, wo man weiß oder wo das Auto dann weiß, so da kommen wir hin zum Laden, da sind 400 Volt zur Verfügung oder der entsprechende Kilowattwert, dann wird die Batterie auf diese Ladung vorbereitet, indem man sie vorwärmt. Also eine ganz kluge Geschichte, die hier in Kombination mit eben dem Fahrprofil, mit diesem dynamischen Fahrprofil und der Software eben hier möglich ist. Und das Ganze sorgt eben dann dafür, dass der Ladevorgang schneller ist. Übrigens Ladevorgang, 45 Minuten braucht man, um von 10 im besten Fall, ja, wenn man die 400 Volt Geschichte mit 75 kW hat, um eben dann von 10% auf 80% zu kommen. Zu Hause kann man mit 11 kW laden, da braucht man natürlich deutlich länger, aber über Nacht ist es ja auch kein Problem, wenn man das Auto über Nacht eben dann laden kann. Ja, was habe ich noch vergessen? Dieses Schiebedach, ein richtiges Schiebedach, Glasschiebedach,
auch schön, um die Luft mal schnell rauszulassen, ist eine Option, aber für mich was Wertvolles. Also ich muss sagen, fühle mich sehr wohl hier im Innenraum. Das ist nicht überdesignt, das ist klar von der Bedienstruktur her, die wir auch von Kia jetzt schon kennen, auch aus dem EV6 mit diesen beiden Bedienebenen. Schaut mal hier nach oben, da haben wir dann das Navigationssystem, ihr könnt ja alles lesen, oder dann die zweite Ebene mit den Klimafunktionen. Sehr klug gemacht, übersichtlich, intuitiv, leicht zu verstehen. Wir gehen hier mal auch auf den Home-Button. Schaut mal, die Wischfunktion kannst du hinwischen, auch zur Kartenfunktion oder den alle Funktionen, die eben im Auto vorhanden sind. Also wirklich übersichtlich, leicht zu kapieren. Mir fällt nicht wirklich viel ein, was ich hier im Moment kritisieren könnte. Aber das ist ja erstmal die statische Vorstellung. Ich bin selbstverständlich gespannt, was wir dann beim Fahren feststellen, wie die Reichweite tatsächlich aussieht, wenn wir damit fahren im normalen Stil. Denn das kann ja oder das wird ja vom WLTP-Normwert abweichen. Die Kapazität des Akkusatzes übrigens im Niro EV ist 64,8 kW. Das ist also eine relativ starke in Relation. Man hat zum Beispiel beim EV6 hat man 74 kW. Also man sieht, das ist eine ordentliche Kapazität, die eben dann dazu führt, dass man eine Reichweite von, ich meine, 424 Kilometern hat. Also auf jeden Fall über 400 nach WLTP. Und in der Praxis, dann müssen wir mal gucken, wie sich das gestaltet. Wer zu Hause eine Wallbox hat, der kann mit 11 kW dreiphasig übrigens laden und dann ist es sicher kein Problem, über Nacht die Batterie komplett voll zu kriegen. Übrigens mein Tipp, überlegt euch mal, anstatt einer Wallbox dann zu Hause einen Juice Booster anzuschaffen. Das ist im Prinzip eine mobile Wallbox, die man eben auch mitnehmen kann. Und wenn man da zu Hause einen Starkstromanschluss hat, dann kann man den nutzen, um mit 11 kW zu laden. Das ist eine richtig gute Geschichte. Wer die Möglichkeit hat, die Ladung maximal an Gleichstrom vorzunehmen, der kann über eine 400-Volt-Anlage eben dann bis zu 75 kW laden und dann ist man in etwa 45 Minuten von 10% auf 80% der Batteriekapazität. Ja, dann kommen wir schon zu unserem kleinen Fazit. Hier steht ja der Niro EV. Der hat seinen Namen leicht geändert, jetzt Niro vorn, EV hinten. Der kostet 39,9. Abzüglich der Förderung von 9.000 Euro könnt ihr euch selber ausrechnen. Der PHEV, also der Plug-in-Hybride, kostet ab 36.690, meine ich. Legt mich nicht auf den 100er fest, das kann man eh ausgleichen. Auch dort haben wir eine Förderung von 6.000, meine ich 750. Das heißt, du bist auch bei ca. 30.000 Euro effektiv. Oder eben dann der Benziner mit Hybridunterstützung, der dann ab 30.000 Euro kostet. Jetzt fragt er mich, wann werden die Autos verfügbar sein? Bestellbar sollen sie sein ab dem 4.4. Der PHEV und der Benzinhybride wird im Juni zu den Händlern rollen und im Juli folgt dann der hier, also der Niro EV. Soweit auch zum Preis. Also was ich bisher sehe bei dieser statischen Vorstellung des Niro, ein wirklich gelungenes Auto, optisch gelungen, Materialanmutung gelungen, alternative Materialien, Verbesserung bei den Reichweitenangaben, Verbesserung bei den technischen Daten insgesamt. Preise bleiben tendenziell auf dem Niveau, auf dem der Niro schon bisher war. Optisch wirklich sehr interessant, viele Gestaltungsmöglichkeiten, Individualisierungsmöglichkeiten. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt, was dieses kompakte SUV mit den verschiedenen Antriebsmodi, die man wählen kann, eben dann auf der Straße bringt. Ich denke, zur Mitte des Jahres werden wir euch dann spätestens, oder im April, wenn ich richtig weiß, wird die Fahrvorstellung sein, dann werden wir euch natürlich auch etwas sagen können zur realistischen Reichweite, zum Fahrverhalten und was ihr immer von uns erfahrt. Ja, das war die statische Vorstellung des Niro EV und des Niro Plug-in-Hybrid und des Niro Hybrid. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hinterlasst gern euer Like, hinterlasst gern auch einen Kommentar, hinterlasst Kritik. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Friedbert.